Hallo und herzlich willkommen aus der UEFA Champions League. Liebe Fußballfreunde, Wolf Fuß und Frank Buschmann melden sich von einer richtig interessanten Partie. Ja, Wolf, und das sind zwei Mannschaften, die wir gerne übertragen. Da wissen wir, es wird hochklassig. Die heutige Partie, FC Porto gegen Trabzonspor. Und jetzt sehen wir hier die Aufstellung des FC Porto. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht. Dieses 4-4-2 bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann. Schauen wir kurz auf die Startformation von Trabzonspor. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Tja, der kann am Ball natürlich alles. Das ist sensationell. Den Ball holt er sich. Da wäre jetzt Platz. Flanke jetzt. Die Flanke bleibt hängen. Keeper geht gut zum Ball, faustet ihn weg. Da wäre Platz für den Konter. Können Sie was? Klasse Pass. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Klasse Direktabnahme hier. Ja, hat er nicht lange gefackelt. Zapp, rupp, drin. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Corona. Otavio. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Kahn Eihahn. Yilmaz. Jetzt wird's gefährlich. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Alenia. Super Pass! Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Ja, Einwurf. Da blieb kaum eine andere Möglichkeit. Alenia. Der Ball zu Hunter. Das hätte gefährlich werden können. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Das macht er gut. Kommt jetzt die Flanke rein? Den Ball spielt er raus. Der Ball geht Richtung Hunter. Radu. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Kahn Eihahn. Kahn Eihahn.
Yilmaz. Und Hunter. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Da kann er klären, gut aufgepasst. Jetzt könnte er flanken. Und jetzt haben sie den Ball. Da haben sie jetzt Platz. Weg ist der Ball. Alenia. Da ist Platz. Hereingabe jetzt. Das war knapp. Paul Pogba ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Manchester United. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Radu. Otavio. Und Hunter. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Gute Chance. Guter Versuch aus der Distanz. Da hat nicht viel gefehlt. Ja, da hätte das Tor fallen können. Radu. Jetzt müssen Sie aufpassen. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt ist die Kugel weg. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Da kommt der 5. Schiedsrichter. Wir machen also weiter mit dem 2. Durchgang in diesem Gruppenspiel. Er überzeugt heute als Passgeber. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Da kann er sich den Ball holen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Suarez. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Kaum in Erscheinung getreten im 1. Durchgang und folgerichtig liegen sie auch als Mannschaft hinten. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Er ist frei, da kann was draus werden. Brahimi. Gute Aktion, gut geklärt. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Felipe.
José Sá. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Der Ball ist weg. Abstoß. Alenia. Schönes Zuspiel. Klasse! Super Pass! Da hätte er für eine 2-Tore-Führung sorgen können, aber der bringt den Ball im Tor nicht unter. Das wird ihn ärgern. Damit hätte er für etwas klarere Verhältnisse sorgen können. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Da haben sie jetzt Platz. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da ist jetzt Platz. Jetzt kann er flanken. Ball kommt rein. Gut aufgepasst. Er hat die Flanke. Das war einfach. Und er hat den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Tolles Zuspiel. Gute Idee, dieser Ball. Jetzt kommt der Schuss. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Abdul Majed Waris. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jesus Corona. Gute Gelegenheit. Abgepfiffen. Es gibt den Freistoß. Alenia. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Toller Pass. Klasse gemacht. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Und das ist der Ballverlust. Er spielt den Pass auf den Flügel. Es gibt die Auswechslung beim FC Porto. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Und der Ball ist weg. Das war unnötig. Schönes Pressing jetzt. Einwurf, der Ball war draußen. Felipe. Gekonnt springt er über die Grätsche. Suarez. Klasse Aktion, Ball ist weg. Sieht gut aus, der Pass kommt. Gutes Zuspiel. Ist das der Anschlusstreffer? Sie nutzen die Chance nicht. Das ist ganz bitter. Und so bleibt es erstmal beim deutlichen Rückstand. Kahn Ayhan. Da ist Platz.
Die Fans sind sauer. Sie brauchen Ball. Yilmaz. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Akiyeme. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Der Endstand also 2-0. Das ist natürlich das Ergebnis, was Sie sich erhofft haben.